Ja, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich darf immer an dieser Stelle unseren Trainer um sein Statement zur heutigen Begegnung bitten. Ja, erstmal Gratulation an Rapid für den Vizemeisterschaft. Ich glaube, das ist auch verdient. Ja, wir haben zweimal der direkte Duell verloren. Von daher, wir sind Sportmann und anerkennen auch diese Siege und Niederlage für uns. Zum Spielverlauf ist einfach, oder nicht Spielverlauf, das Spiel ist ein Spiegelbild von unserer Meistergruppe. Es gab eine Laske vor Corona und es gab eine Laske nach Corona. Und ich glaube, dass heute wieder können wir in Führung gehen. Dann passiert das Eigentor. Dann bist du eigentlich am Drücker, mach alles richtig, wieder im Spiel nah dran. Ja, und dann ein klares Foul auf James Solon vor dem Tor, wird nicht gesehen. Ja, und dann das Spiel nimmt seine Lauf. Ja. Und dann eigentlich kommst du zurück im Spiel, mal das 2-1. 2-2 wieder aberkannt, wobei das ist gar keine Foul. Ich frage mich, was der Schiri da gesehen hat. Und Elfmeter auch, kann man pfeifen. Also passt alles zusammen. Es ist einfach ärgerlich. Aber die Fakte, die unter dem Strich bleiben, ist, wenn du nicht die Top-Spiel gewinnst in dieser Meistergruppe, wenn du so viele Niederlage hast, wenn du zu viel Gegentor, zu viel Fehler machst, dann passiert sowas. Und natürlich kann man sagen, warum passiert das? Da weiß man jetzt, das war eine extreme schwierige Phase für uns, die wir selbst geschuldet haben. Entscheidend ist, dass wir das daraus lernen und dass sowas in der Zukunft nie wieder passiert. Danke, Trainer. Gibt es Fragen zum Spiel? Wer möchte beginnen? Christian Hackl, Standard bitte. Es besteht so die Gefahr, dass man nur Vierter wird. Ja, wie können Sie jetzt, oder kannst du der Mannschaft noch Kraft geben fürs letzte Spiel? Ist es vielleicht sogar ganz gut, dass das Salzburg ist, dass man noch einmal vielleicht den LASK vor Corona zeigen will? Ich denke nicht mal an dieses Spiel erstmal. Ich muss die Emotionen ein bisschen runter, dass wir das Spiel erstmal sacken lassen müssen. Schauen wir mal, was morgen WRC gegen Adberg macht. Das Spiel ist verschoben worden. Also wir haben noch genug Zeit, uns Gedanken zu machen. Fakt ist, wir haben noch ein Spiel und wir werden uns dementsprechend sehr gut vorbereiten und alles raushauen. Aber heute, wir sind sehr enttäuscht, traurig, wutig, also viele Gefühle, die durch den Kopf gehen und versuchen trotzdem professionell zu bleiben. Zur nächsten Frage bitte. So es eine gibt. Markus Neißl, Kronenzeitung, bitte. Spiele gegen starke Mannschaften, ist klar, aber wo siehst du vielleicht diesen Grund, dass man wirklich, man hat nur einen Punkt geholt, Gießen, gegen diese in diesen fünf Duellen. Und am Sonntag kommt Salzburg, ist ja auch wieder ein Topspiel. Wo ist da der Unterschied vielleicht zum Grunddurchgang? Ich musste das in Ruhe analysieren und eigentlich mich die alle Spiele durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied, dass wir die Effektivität in der richtigen Zeitpunkt nicht vorgefunden haben, dass wir immer wieder, wo wir nah dran waren, nicht geschafft haben, diese 50-50-Entscheidung, dass die einfach auf unsere Seite kippen. Ne? Ob das du das selbst erzwingst, dass du aber das Glück erzwingst, wie kurze Zeit zurück war in der Dreispiel, das hat sie so angefühlt. Aber es ist das gesamte Paket, die muss man betrachtet im Endeffekt. Also es ist schwierig, nur über die Spiele, es ist einfach diese Laske vor Corona, der befreit von irgendwelchen Druck und Problemen und die Leichtigkeit war da und es gibt eine Laske nach Corona. Und da haben wir uns natürlich selbst ins Knie geschossen. Freigeben oder muss man in der letzten Woche das jetzt anders handhaben und voll durchziehen? Ja, aber unabhängig von den Ergebnissen, wir ziehen unseren Plan durch. Es geht auch um Regeneration, es geht um freien Kopf, weil das ist extrem intensive Zeit und natürlich noch verlierst und wie alles passiert, das fühlt sich extrem schwer an. Und ich glaube, das wird so bleiben. Und, es ist Salzburg, das ist die Motivation wird sowieso da bei den Jungs.
Also von daher wissen wir, dass wir haben immer gute Leistung gezeigt und das werden wir auch am Sonntag. Aber heute ist es schwer. Heute ist das erste Mal, wo das fühlt sich extrem schwer an. Christian Hackl, Standard. Natürlich für die nächste Saison. Ist davon auszugehen, dass Ismail Trainer beim LASK bleibt? Wie bitte? Ist es auszugehen, dass Valery Ismail LASK Trainer bleibt, ist? Ja klar. Ja. Wir haben einen Spieler verpflichtet, wo ich mich extrem investiert habe, um die Spieler zu überzeugen. Wir haben noch klare Plan und es ist klar, jetzt fühlt sich schwer an, aber ich freue uns auf die Idee, die wir entwickeln in der Spieler und deswegen es ist die Saison ist eigentlich schon geplant. Wir haben fast 98% unserer Kader schon da und wenn das wieder losgeht am 24. Juli, dann werde ich da sein und werden wir wieder uns motivieren für die neue Saison. Aber erstmal, wir müssen diese Saison zu Ende bringen. Gibt es noch eine Frage? Alexander Huber, Kurier bitte. Man kennt Sie als emotionalen Trainer, aber meistens eigentlich sehr positiv auf die eigene Mannschaft einwirkend. Nach einer Viertelstunde gab es plötzlich Richtung Didi Kübauer, ich nenne es mal ein Schreiduell. Was ist da passiert und ist diese Sache erledigt? Es ist bekannt, dass meine Trainerkollege immer wieder gern auf seine Trainerkollege losgeht und ich wollte einfach zeigen, mit mir nicht. Ja, und eine klare Zeichen und ich glaube, dass er die Botschaft verstand. Markus Nessel, Kronenzeitung. Ist jetzt eine sehr provokante Frage, Trainer, aber kein Sieg in der Meistergruppe gegen die Spitzenmannschaften. Sonntag kommt Salzburg. Die wollen vielleicht, was man so hört, auch noch die beste Defensive stellen in der Liga. Beide habt jetzt 34 Gegentore. Rapid ist jetzt fix Vizemeister. Weiß man nicht, mit welcher Mannschaft die vielleicht am Sonntag gegen Wolfsberg spielen. Wolfsberg hat morgen Hartberg, die wirklich gut gegen euch in der ersten Halbzeit gespielt haben, aber auch ein Spiel, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass sie 3 Punkte holen. Was spricht jetzt eigentlich noch für euch Richtung Platz 3? Ich habe gesagt, erstmal ist es mal die den Abend sacken zu lassen. Und wir müssen erstmal abwarten, was morgen passiert. Ich glaube, es wäre natürlich einfacher zu sehen, welches Ergebnis kam, aber das Spiel ist verlegt worden, dann müssen wir abwarten. Hartberg hat einen Tag mehr, um zu regenerieren und um zu schauen, wie die Dinge laufen. Und ich glaube, dass im Fußball hat man viele Situationen gesehen am letzten Spieltag. Und das wäre natürlich optimal für uns, wenn wir nochmal diese Möglichkeit, diese Fighter abzuliefern. Aber ich bin bei dir. Die Tabelle lügt nicht. Ja, das ist die Wahrheit. Du gewinnst nicht gegen Salzburg, du gewinnst nicht gegen Rapid, du gewinnst nicht gegen WRC. Dann dürfen wir nicht erwarten, dass wir vorne stehen, unabhängig, ob du die Punkte hast oder die Punkte nicht. Das ist die Realität und das müssen wir bei uns schauen. Wir haben viel zu wenige Punkte geholt, um erstmal eine bessere Erwartung zu haben. Aber warten wir mal ab, wie das Spiel ausgeht und dann werden wir nochmal reinwerfen am Sonntag. Gibt es noch eine Frage? Wenn das nicht der Fall ist, schließen wir die heutige Pressekonferenz. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.